Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Honey Pop. Im letzten Part haben wir das allererste Mal dieses Bett benutzt und das auch noch ausgerechnet mit der Pornodarstellerin. Wundert euch nicht, warum jetzt dieser Text hier ist. Ich habe das Spiel unterbrochen und spiele jetzt ein paar Tage später weiter. Dieser Satz ist sogar noch krasser. Ja, ich habe dich unterschätzt, ich muss es normalerweise backen. Okay, das heißt, wir haben es als männliche Jungfrau geschafft, beziehungsweise jetzt Ex-Jungfrau, eine erfahrene Pornodarstellerin zum Höhepunkt zu bekommen. Klar. Logisch. Aber egal. So, jetzt ist erstmal das übliche Reden angesagt. Ja, wir wissen ja schon fast alles über sie. Education, Birthday und Faith Season müssen wir noch herausfinden. Aber vorher würde ich gerne noch gucken, welche Mädels denn jetzt in diesem Part eventuell noch geklärt werden können. So, okay, für Tiffany reizt du nicht. Aiko auch noch nicht. Na, wir sind bei keinem... Oh, Lola könnten wir theoretisch. Aber die ist meistens nicht da. Gibt es noch andere? Ja, Jessie haben wir schon. Belly und Momo. Ja, okay. Ich sehe schon, wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns. Ich versuche das Projekt auf unter 25 Parts zu begrenzen. Aber wahrscheinlich wird es nicht hinhauen. Ich habe entschlossen, jetzt nichts zu überspringen. Es gibt einen Let's Play-Kollegen. Ich habe mich mal umgeguckt. Der hat das wirklich übersprungen, der hat wirklich dann nur die letzten Dates gezeigt, aber das möchte ich ehrlich gesagt nicht machen. Ich möchte, dass ihr mitfiebert, wie ich es schaffe oder nicht schaffe. Und ja, erstmal reden. So, tell me something. How often do you watch porn? Oje, oje. I'm not watching, ja. Also ich könnte es jeden Tag gucken. Oh my, I think I may have met my match. Ja, ja. Something you need from me, sweetie? So, Education hatten wir nicht, Main. Die Season. Winter has always been my favorite since I was little. Good memories. Okay, sehr schön. Let's play a fun game. It's called Make Jessie Happy. Hatten wir auch vorhin schon. Quick, without looking, what's my cup size? Well, okay. You can take a quick peek. Wie könnte ich das vergessen? Baby, you did remember. Wie könnte ich das vergessen, Schätzchen? So, jetzt können wir uns aber endgültig mal eine andere suchen. Wen nehmen wir denn da? Momo, habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Wen hatten wir denn schon wieder länger nicht mehr? Unser Inventar ist im Moment sehr gut dazu geeignet, diese Sexuality zu machen. Deswegen würde ich mal sagen, wir gehen zu Aiko. I'll miss you. Ja, ich werde dich auch vermissen, aber wahrscheinlich haben wir uns das letzte Mal gesehen. Oh. Well, I'll be damned. Will you look at this guy? I hardly recognize you without the virginity. Congratulations, man. And with such a fine young thing too. I'm impressed. Ich habe eine ältere gehabt. Ich habe die älteste von allen gehabt, 36. Ich bin vielleicht 20, sie ist 36. Also ich bin voll der MILF-Hunter, ehrlich gesagt. Ja, wir fangen gerade erst an. Oh, damn, he's unstoppable. Ja. You know, I have to say, I might even be a little jealous. I mean, you've got a ways to go, but you're turning out to be a regular sex machine. Be ashamed to let these girls have you all to themselves. Yeah, you know what? Fuck it, I'm in. Ja. Jetzt ist es passiert. Wir können auch Q-daten, das ist zu krass. Kann ich dir irgendwas schenken oder so? Ich meine, dass man ihr dieses Porno-Magazin geben kann. Geht das zufällig? Nice. I know what I'm doing today. Here, you can have this thing, whatever it is. Kann mir jetzt auch zufällig die Taschentücher geben, weil ich glaube, die braucht man auch nicht. Having much need for these anymore, huh? Nee. Here, I'll trade you for this. Okay, die habe ich nämlich noch nie gehabt. Was bewirkt denn das Ding denn? Doubles the current passion level. Oh, das ist eigentlich ziemlich gut. Mal gucken. Ja. Könnte nochmal nützlich sein. Aber gut, jetzt führen wir erstmal Q aus. Was mag sie? Flirtation und am wenigsten Talent. Gut, aber erst noch ein paar Geschenkchen kaufen. Und seien es nur Kleinigkeiten. Sonst noch irgendwas. Ja, wir können sie abfüttern. Aber lohnt sich das? Ich wollte mir das eigentlich aufheben. Ja, dann kriegst du noch das teure Geschenk hier, bitteschön. Hey, cool, more free shit. Und dann reden wir. Incoming question. Where did we go, so I could teach you about dating?
Ach du Scheiße. Die Fragen von Q sind relativ schwierig. Sie hängen immer mit unseren Dates zusammen. Ich glaube, es war aber die Outdoor Lounge. Too easy. I'll get you next time. Okay, noch eine Frage. Woher kommst du denn? Sky Garden. It's kind of like your world, but the clouds are pink. Weird, right? Okay. So, Talentmark sind nicht Flirtation. Können wir da irgendwas optimieren? Nee. Ja. Ja, Jessys Underwear kommt mal hier hin. Ah, was upgraden könnten wir doch vielleicht. Ja, nehmen wir mal Flirtation. Los geht's. Alright, saddle up. Let's do this shit. Dieses Spiel ist echt ziemlich lustig. Aber naja. Jetzt müssen wir Q daten, eine Fee. This is kind of what it looks like back home, except less magic-y. Diesen Camel Toe, den die da unten ansatzweise hat, den kann ich auch nur schwer übersehen. Ah, schöner Fünfer Flirtation. Okay, okay. So. Talent mochte sie nicht, alles andere ist okay. Ist zu schade, dass ich jetzt das hier nicht aktivieren konnte. So, Sentiment werden wir natürlich brauchen. Ja, Vierer Talent lohnt sich nicht. Sexuality. Romantik müsste ja neutral sein. Die große Rätselei geht wieder los, liebe Leute. Ich hab's kein bisschen vermisst. Hurra. Ja, so muss das laufen. Ja, hast du recht. Fail. War aber nicht meine Schuld. Es war nicht meine Schuld, etc. So, hier. Natürlich, alles ist nice. Gut nach Vierern Ausschau halten. Könnten uns schließlich noch sehr nützlich sein. Aber es gibt leider gerade keine. Könnte ich mich noch ein bisschen hier um Settlement kümmern. So. Gut. Immer genug Settlement haben, das ist wichtig. Zumindest damit sie diese bescheuerten Kitschgeschenke aktivieren können jedes Mal. Passion Level erhöhen ist wichtig. Aber auch nicht das Allerwichtigste. Noch 8 Moves und ich hab's noch nicht mal bis zur Hälfte voll. Shit. Das kann ich abschreiben. Aber Q ist auch schwer. Ich hab das einfach noch nicht so drauf. Ab jetzt wird's immer unangenehmer. Ich würde schätzen, dass locker jedes zweite Date schief geht. So, weg mit dem Mist. Ja, ich habe eigentlich schon verloren. Ja, das bringt alles zu wenig. Ja, das bringt eigentlich auch nichts. Ja, bringt nichts. Das habe ich verloren. Es gibt eigentlich keinen Zug, der mich noch retten kann. Gar keiner. Ja, hier kann ich nicht mal einen Vierer draus machen. Der würde mir aber auch nichts helfen. Na gut, so ein Extrazug ist natürlich nice. Aber könnte ich das hier vielleicht noch... Ja. Ja. Hier kann ich einen rausholen. Ich glaube, das Passion Level erhöhen lohnt sich dafür jetzt nicht. Zumindest nicht extra. Ich müsste hier 2 gleichzeitig rüberkriegen, aber das schaffe ich nicht. Vielleicht so.
Nein. Ich kämpfe bis zum letzten Zug. Irgendwie. So. Nicht das irgendwie. Lässt sich da was machen? Vierer Sexuality. Ja, ein einziger Zug, da kann ich überhaupt nichts mehr mal groß machen. Überhaupt nichts. Das bringt alles nichts. Gut, es hat leider nicht gereicht. Zu schade. Really? I know I've taught you better than that. Ja, wenn dieses Scheißspiel nicht so schwer wäre, dann würde das auch besser funktionieren, Schätzchen. Außerdem wollte ich mich ja sowieso nicht mit dir treffen. Sondern mit Aiko. Oh, here's a question for you. What did I say about approaching Audrey when you first ran into her? Dass ihr der Scheiß nichts bringt. I expected nothing less. Ja, Audrey vergisst man auch nicht. So, jetzt will ich aber endlich zu Aiko. Tschüss. Later, dude. Ja, later. Verpiss dich. Meine Güte. Zu dumm, dass das erste Date mit Q jetzt kein Erfolg war. Diese Herzen muss ich alle nach und nach wieder aufholen. You can entertain me. So bored. Okay, wir haben eine Nachricht bekommen von Belly. Oh, you should come for my yoga class someday. Don't worry, I won't be doing this. I take it easy to beginners. Wow. Nicht schlecht, sehr gelenkig. So, wird Zeit, dass wir die Dame ein bisschen mehr verwöhnen. Bonsai, ne? Schachsinn, meine Güte, immer dieser teure Mist. Aber warum eigentlich nicht? Ach, wir kaufen hier zwei sehr teure Sachen. So, weg damit. Stupid jerk. I love it. Oh, shit. Now I have to get you something. Ja. Okay, was haben wir alles freigeschaltet? Zwei Geschenke. Was haben wir hier? Drops the passion level back to zero and gives 2%. Okay, oh, okay. Alle Power Tokens. Okay, okay. Ich glaube, dass wir das aber nicht einsetzen. Andererseits könnten wir zum Beispiel den Bären hier jetzt rausnehmen, gegen das ersetzen. Dann könnten wir zum Beispiel, ich glaube, ich hatte auch ein Item, mit dem man... ja, mit dem könnte man das dann... Ach, das könnte ich ja eigentlich ausprobieren. Ich versuche das mal. Dieses Plüschding hier kommt rein. Das hier kommt rein. Sie mag ja Sexualität, ja. Muss ich jetzt gucken, was... Dann kommt mal der Lipstick raus. Es kann sein, dass ich das bereue, aber ich versuche das einfach mal. Dann pushen wir mal Passion richtig hoch. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mal, wo das Maximum ist. Ich glaube, das müsste hier drin stehen. 10. Okay, ich glaube, dann ist es 8, was wir im Moment erreichen können. Abfressen werde ich dich jetzt nicht. Give me your honest answer. What's your favorite part of the female body? Na, was wohl? Of course. Now I see why you came up to me. Bescheiden bist du aber auch nicht. Okay, wir wissen nicht viel über sie, College Professor und Yumi. I've been wondering something. What's your ideal perfect vacation like? Oh, was weiß ich. Ich bleib zu Hause. No, I'm with you. Who needs the stress of traveling? Ja, kann ich gut verstehen. Ich kann es nicht leiden. Can't really argue with that. Take me somewhere nice. Ja, ich werde mir alle Mühe geben. Ich werde mir alle Mühe geben. So. Das dritte Date muss jetzt erfolgreich sein. Ich will wenigstens einen erfolgreichen Teil haben. So. Das Problem ist natürlich jetzt wieder, dass ich das Sentiment wieder nach oben treiben muss. So, was konnte sie nicht leiden? Auch Talent, okay. Deswegen versuche ich mal, diesen Vierer hier zu belassen. So, hier bitteschön. So, extra Zug. Gibt es zufällig noch einen Vierer, den ich jetzt aktivieren könnte? Nee, sieht nicht danach aus. So. Kann ich ja mich dann auf dieses Ding dann konzentrieren, was ich dann bald freischalten werde, hoffentlich. Ja,
Ja, ich kann hier nichts. Das geht das hier. So, hier bitte schön. Nichts zu danken. Nichts zu danken. Passion erhöhen. Extra Zug. So, 5er Romance. Ah, hier jetzt ein rotes wäre schön. Das wäre richtig geil. Aber leider passiert ja selten das, was ich möchte. Leider. Ich könnte die jetzt alle umwandeln. Das müsste ein guter Zug sein. Das lohnt sich noch nicht. Unsere Passion ist viel zu niedrig. Da könnten wir eigentlich mal dran arbeiten. Erstmal brauchen wir Punkte. Wir brauchen ganz dringend Punkte. Wir brauchen Passion. Ups. So. Verdoppeln lohnt sich, wenn wir auf 4 sind. Fünfer! So muss das sein. Meine Fresse, ey. So kannst du immer laufen. So. Das könnte ich jetzt machen. Gut, dann werde ich jetzt mal verdoppeln. Sentiment wieder erhöhen. Das alles zurücksetzen. Ja, gib Punkte für nix. So muss das sein. So muss das sein. Punkte für nichts. Aber ich glaube, ich habe es doch zu früh eingesetzt. Das ist eher als Notlösung gedacht. Aber ich gewöhne mich da schon auch dran. Keine Sorge. Acht Moves. Ah, es wird schon wieder eng. Es wird schon wieder eng. Verflixt nochmal. Kann ich... Das würde nicht viel bringen. Talent mag sie nicht. Es würde noch Sentiment fördern, aber das brauche ich eigentlich auch nicht so sehr. Kriege ich das eins runter? Nee, da habe ich mich mal wieder schön verrechnet. Mathe war noch nie meine Stärke und räumliches Denken auch nicht. Das braucht man aber, wenn man solche perversen Spielchen spielt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Passt nix, kein Sentiment, was ich jetzt brauchen könnte, um das hier zu aktivieren. Oder das wenigstens, um diese Herzen abzuwehren. Schlechte Idee. Kriege ich das? Mann, Mann, Mann. Das hier kriege ich auch nicht runter. Mensch. Ah, da ist ja mein Sentiment. Endlich. Was lohnt sich jetzt eher? Auflösen oder... Auflösen. Okay. Jetzt weiß ich eindeutig, was besser ist. Kein Problem. Hier nochmal Sexuality für dich. Ja, wir könnten es doch noch schaffen. Das ist zwar Talent hier, aber das dürfte es trotzdem bringen. Oh, das hat nichts gebracht. Alter. Ich muss echt die Attribute nehmen, die diese Dame will. Sonst hat man echt keine Chance mehr in diesen fortgeschritteneren Leveln. Hier. Oh, noch einer. Nee, ich hab's versagt. Ich hab's tatsächlich schon wieder vermasselt. Ich glaube es nicht. Mann. Ja, super. Macht doch richtig Bock, dieses Spiel. Aber wirklich.
Richtig. Tja, zweimal hintereinander versagt. Das sollte meine bittere Lektion sein. Fick dich, Schlampe. Halt dich lieber von jüngeren Leuten fern. Tja, ich muss wohl... Dieser Part war eine absolute Katastrophe. Ich habe beide Dates nicht geschafft, obwohl ich es nach bestem Gewissen und Können versucht habe. Das ist sehr peinlich. Ich gehe jetzt Seppuku begehen. Ich habe keine andere Wahl mehr. Und ich glaube, ich muss das Projekt doch überdenken. Ich habe jetzt noch am Anfang großmäulig gesagt, ich mache das bis zum Ende und so weiter. Ich glaube, ich sollte es tatsächlich doch alles überspringen und dann nur die interessanten Dates drin lassen. Aber... Oder soll ich es beenden? Wäre vielleicht die bessere Idee. Ja, ich werde es so machen. Pass auf. Das Spiel ist hier zu Ende. Es wird mir einfach schlicht zu schwierig. Nur weil das Spiel kindlich aussieht, heißt es noch lange nicht, dass es leicht ist. Unterm Strich ist es nämlich immer das Gleiche. Ihr müsst alle Mädels hier auf Maximum kriegen, dann macht ihr immer das gleiche Minispiel und ihr werdet dann am Ende mit dem richtigen Bild belohnt. Ich glaube nicht, dass es das wert ist, da noch irgendwie 10, 15 Parts zu erstellen und bei meinem Talent wird das sowieso noch länger dauern. Also, das hier ist der 13. Part und das ist auch der Endpart. Ich werde auch keine letzten Bilder mehr reinschneiden. Wenn ihr das sehen wollt, dann benutzt Google oder guckt in der Steam-Community, dort gibt es das auch. Das war's mit dem Projekt. Wir haben leider nicht alle Mädels rumgekriegt. Das liegt einfach an meiner eigenen Unfähigkeit. So viel sei noch gesagt. Es gibt noch zwei unbekannte Charaktere. Für das eine wird dieser unbekannte Gegenstand hier benötigt. Dieses Weird Thing. Das würde eine Alien-Dame anziehen. Und wenn man alle ja, sich gegönnt hat, dann kommt noch die hier hinzu. Die Venus. Das ist die Liebesgöttin. Und wenn man die auch noch durchkriegt, dann kann man Q alle Unterwäscheteile hier für den Damen geben. Die bewertet dann das dann nochmal. Tut mir leid, dass ich euch das nicht zeigen kann, dass ich das Spiel nicht komplett spiele, aber das ist es mir einfach nicht wert. Das Spiel würde mir zu sehr an den Nerven nagen. Und ich habe auch schon, wie gesagt, ich nehme alles im Voraus auf, in einem Kommentar gelesen, das wird jetzt dann schon 2, 3 Wochen her sein, wenn das hier online kommt, dass es ja irgendwie Routine ist, dass es einfach langweilig wird und mir fallen auch nicht genug Sprüche ein, das dann unterhalten zu kommentieren. Gut, das war's mit Honeypop. Wir werden wahrscheinlich bis dahin, ja, Life is Strange wird auch zu Ende sein. Ich kann leider nicht in die Zukunft schauen, aber ich gehe mal davon aus, dass es schon fertig sein wird. Wir sehen uns beim nächsten Video, was ich mache. Bis dahin, ciao!